So, dann also herzlich willkommen im neuen Jahr und auch auf der Pressekonferenz hier. Das Topspiel endet 1:4. Bietigheim gewinnt in Weißwasser, denke hoch verdient. 2279 Zuschauer waren an diesem 32. Spieltag da. Kevin Gaudet ist da, der Coach von den Steelers. Glückwunsch zum Sieg. Robert Hoffmann ist für die Füchse da. Will es vielleicht Ihnen zu Hause auch nochmal sagen. Der muss nicht immer bei allen Niederlagen ran, aber vor dem Spiel hatten der Trainer und er ausgewürfelt, wie er heute herkam. Oder Herr darf, und die Wahl fiel auf Robert Hoffmann, deshalb ist unser Chor heute also hier. Fangen wir mit dem Gästetrainer an. Ja, Glückwunsch zum Sieg, der Schlüssel zum Erfolg. Wo sehen Sie ihn? Am Anfang war es ja ausgeglichen, in einem zweiten Drittel mit dem Doppelschlag vielleicht so, dass die Entscheidung in diesem Spiel, die entscheidende Wendung? Ja, schönen guten Abend. Man muss nicht vergessen, dass wir haben 7 Spiele gemacht in 14 Tagen. Alle Mannschaften natürlich. So, die Müdigkeit ist da und ich habe gewünscht, dass wir schießen die erste Tore. Und meine Meinung, das war die Schlüssel, die 2 schnelle Überzahltor. Das hat uns Momentum gegeben. Natürlich die 2-1 war auch verdient von Weißwasser, aber diese 2 erste Tor hat uns ein gutes Gefühl gegeben. Natürlich auch in die zweite Drittel die 2 Tor, die 3 und 4-1 war die Ende, aber es ist sehr schwer zurückzukommen, besonders wie gesagt mit so vielen Spielern hintereinander. Und wir haben einfach ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht heute. Die Special Teams war perfekt und die Defense, wir haben nicht viel zugelassen. Und wie gesagt, die Momentum, ich denke, war die Schlüssel, dass wir haben in Führung gegangen. Ich möchte ein großes Kompliment geben an die Management von die Fuchse, Dirk und wie heißt der andere? Nee, das ist Dirk. Nicht? Okay. Dann Dirk. Er ist verantwortlich für diese Mannschaft, die Verpflichtung, hervorragender Job. You know, das ist nicht einfach. Du hast ein geringes Etat und fast jede Verpflichtung ist eine Verstärkung. Und wir haben einen richtigen Trainer gefunden. Und you know, sie haben einen hervorragenden Job gemacht. You know, dritter Platz bevor heute Spiel. You know, Hut ab. Und es ist nicht eine einfache Arbeit, aber wenn du machst, wenn du verpflichtet die richtigen Spieler, dann der Erfolg kommt mit. Und die ganze Liga, muss ich sagen, ist viel besser jedes Jahr geworden. Das ist 5 Jahre in Folge, dass ich halt da bin. You know, guck mal, ein Bayreuth, ein Aussteiger. Und sie schlagen alle zu Hause. Ich meine, 8-0 gegen Frankfurt, sie haben uns geschlagen, 3-1, Kassel, alle. So, und Freiburg auch, ganz ehrlich. Und es ist schön zu sehen für die Liga. You know, jeden kann jeden schlagen. Und es ist nicht, in dieser Liga im Vergleich mit der DEL, du hast Etat von, you know, die Unterschied ist nicht so groß. Ein Mann verdient 10 bis 30, 40.000, wo in der DEL ist es 10 bis 200. So, wenn du hast Leute, das kann Schlittschuh laufen und kämpfen, du hast immer eine Chance. Und man sieht eine ganz, ganz ausgeglichene Liga für diesen Grund. Dankeschön. Ja. Ich muss Sie nur ganz kurz korrigieren. Die Füchse haben in Bayreuth gewonnen. Siehst du? In der Overtime. Durch Jakob Zwoboda, der heute gefehlt hat. Okay. Leider. Ja, Robert, vielleicht erstmal. Nee, haben wir nicht in Bayreuth in der Overtime? 10 Sekunden? Zwoboda, ja. Ich kenne mich aus. So, hoffe, vielleicht so ganz kurz. Biete ich einem eine Nummer heute zu groß oder wie schätzt du es ein? Erstmal guten Abend. Glückwunsch an Kevin und seine Mannschaft. Ich glaube, Kevin hat alles richtig gesagt. Genau das Momentum im ersten Drittel, die 2 Unterzahltore, die wir bekommen haben. Ja, und dann gegen Bietigheim, die defensiv so stark spielen, ob da nur 20 Mann sind oder 14 Mann, das scheint völlig egal zu sein bei der Truppe. Die wissen alle, was sie machen. Positiv für uns ist, du kannst im letzten Drittel auch noch 3, 4, 5 kriegen und dann verlierst du hier 7, 8, 1. Aber nein, unsere Jungs haben nochmal alles versucht, haben versucht, das Beste zu geben. Ja, wir haben wieder eine Lehrstunde bekommen und auch diese Lehrstunde nutzen wir morgen früh wieder und versuchen da anzusetzen. Das wird uns nicht runterziehen, aber es ist immer wieder schön zu sehen, dass keiner von uns aufgibt und das Beste versucht. Und heute hat es leider nicht gereicht, aber zweimal haben wir noch, oder? Und dann versuchen wir es wieder gegen Bietigheim, auf alle Fälle.
Ja. Letztes Heimspiel, glaube ich, ist noch gegen Bietigheim am 3. März, aber bis dahin wird noch viel Wasser die Neiße runterlaufen. Eine Frage noch, bevor die Kollegen fragen gleich. Jakub Svoboda ist kurzfristig ausgefallen mit Adduktorenproblem. War das so ein bisschen schwierig dann umzustellen? Hat das vielleicht auch ein bisschen Unruhe gegeben im Vorfeld des Spiels? Wie schätzt du es ein? Ja, Unruhe nicht. Klar, wenn man um 14.30 Uhr fährt, dass ein sehr wichtiger Spieler unserer Mannschaft heute nicht spielen kann, müssen wir uns ein bisschen Gedanken machen, müssen ein bisschen umstellen. Das haben wir versucht. Ich denke, die haben trotzdem ihren Job ganz gut gemacht. Wir haben Palka vorgezogen in die Reihe mit Hayes und Zwinnen. Gute Chancen auch gehabt. Ja, runtergezogen hat es die Mannschaft nicht, aber natürlich sind immer so kurze Umstellungen vorm Spiel sind schwierig, aber die haben das Beste versucht. Ja, und ein Armer noch, Nick Brunitova hat wieder da, also neben Dominik Bohatsch, aber Nick Brunitova nun ein Vierteljahr raus. Erstes Spiel, wie fällt das Fazit aus? Ja, hat seinen Job ganz gut gemacht. Man hat sicherlich gesehen, dass wenn du 8-9 Wochen raus bist, dann nutzt das beste Training nicht so viel. Du brauchst die Spiele, um wieder reinzukommen. Und das ist bei ihm auch jetzt nötig. Aber er hat so einfach wie möglich gehalten, hat einen guten Job gemacht. Und für die Zukunft sind wir da ganz zuversichtlich, dass er wieder die alte Leistung bringt. Prima. So, jetzt habe ich genug gefragt. Sind ja auch ein paar Kollegen hier, vielleicht noch auch unser Gästetrainer, der hier tapfer ausgehalten hat. Gibt's Fragen? Perspektivisch ist er ein dufter Typ. Aber können wir aktuell. Ja, wie sieht es bei Svoboda aus? Adduktoren? Müssen wir morgen gucken. Morgen, übermorgen gucken. Es war jetzt eine Vorbeugung, weil wir wirklich sagen, Adduktoren ist immer eine schwierige Geschichte. Er hat was gemerkt. Wir checken das nochmal und dann können wir euch mehr sagen. Nur dann haben wir alles. So. Herzlichen Dank, Ihnen viel Erfolg. Freitag geht's, glaube ich, gegen Bad Nauheim. Und dann ist Kaufbeuren. Wir sind Freitag beim SC Rissersee. Schon um 18.30 Uhr habe ich heute wohlwollend zur Kenntnis genommen. Und am Sonntag haben wir dann großes Derby gegen Dresden. Da wird die Bude sicherlich noch voller sein als heute. Vielen Dank bisher. Danke allen Besuchern. Danke an VIP-Raum. Gute Heimfahrt den Gästen. Bis dahin. Tschüss.